In Hanoi scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die kleinen Kramlädchen mit allem, was ein guter Kommunist so braucht, gehen gut. Doch die Öffnung zur Welt ist selbst hier sichtbar. Die Besitzerin des kleinen Familiengeschäfts sieht das ganz pragmatisch. Hauptsache, die Kasse stimmt. Das sozialistische Vietnam probt die Marktwirtschaft. Frau Chin hat ein besonders lohnendes Nebengeschäft entdeckt. Fußballtrikots. Sie findet am gemischten Sortiment nichts Besonderes. Wenn ein großer Parteikongress stattfindet, verkaufen wir natürlich mehr kommunistische Artikel. Und bei großen Fußball-Events gehen die T-Shirts besser. Jedenfalls verkaufen sich die Parteiabzeichen nicht schlechter als früher. So wie Frau Chin denken viele junge Vietnamesen, solange sie ungestört ihrem Traum vom besseren Leben nachjagen können, darf die Partei ruhig den Ton angeben. Vietnam ist das jüngste Wirtschaftswunderland Asiens. Hanoi und Ho Chi Minh-Stadt bersten vor Vitalität. Ho Chi Minh wird noch immer verehrt, doch es gibt längst neue Idole. Vietnam verabschiedet sich von alten Traditionen und sucht mit aller Macht Anschluss an den Weltmarkt. Investoren aus aller Welt geben sich die Klinke in die Hand. Vietnam putzt sich heraus. Miss Saigon darf wieder schön sein. Aufbau Fernost. So wie in deutschen Vorstädten Baumärkte stehen, sind die Ausfallstraßen hier gesäumt von Maschinenparks mit Baggern und Gabelstaplern. Zu mieten oder gleich kaufen. Wo es nur geht, wird gebaut. Die Innenstädte platzen aus allen Nähten. Baulücken sind selten. Die Immobilienpreise steigen. Ho Chi Minh-Stadt wird oft wieder Saigon genannt. Zeichen für die Öffnung des Landes. Vietnams Wirtschaft wächst so schnell wie die Chinas. Die wenigen freien Grundstücke wechseln für horrende Preise schnell den Besitzer. Der Bauboom heizt die Inflation an. Doch die Regierung setzt unbeirrt weiter auf Turbowachstum. Ein Viertel aller Vietnamesen lebt bereits in den Städten des Landes und es werden täglich mehr. Millionen Menschen zieht es in die Stadtzentren. Die Regierung will sie umsiedeln in Trabantenstädte. Freiwillig, anders als in anderen asiatischen Staaten. Besonders Hanoi und Saigon können den Zustrom von Menschen, die in der Stadt ihr Glück suchen, kaum noch bewältigen. Jeden Morgen und jeden Abend bricht über die Straßen der Wahnsinn auf zwei Rädern herein. Rush Hour. Wirtschaftlich geht jetzt vieles, was früher undenkbar war. Privates Unternehmertum ist seit einigen Jahren erlaubt. Staatliche Unternehmen werden nach und nach privatisiert. Noch gibt es sie überall, die Garküchen am Straßenrand. Doch das neue, moderne Vietnam kommt voll klimatisiert daher. Im Saigoner Schnellrestaurant Phở 24 muss niemand auf Plastikhockern in Auspuffhöhe seine Suppe auslöffeln. Das Nationalgericht wird hier in dezent asiatischem Schick serviert. Besitzer Lee liebt die nordvietnamesische Spezialität. Der ehemalige Bankangestellte hatte irgendwann einfach keine Lust mehr auf den Mittagstisch im Straßenchaos. In den Garküchen auf der Straße war es mir in meinem Anzug immer zu heiß. Und sauber war es auch nicht gerade. Ich dachte mir, warum gibt es hier eigentlich nichts für Kunden wie mich, wo man in angenehmer, sauberer, moderner Atmosphäre Mittag essen kann? Dafür sollte es doch einen Markt geben, dachte ich. Aber eigentlich habe ich diesen Laden auch für mich aufgebaut. Das Konzept ging auf.
Mittlerweile hat Lee aus der Suppenküche eine gutgehende Restaurantkette gemacht. Mit über 30 Filialen in 4 Ländern, darunter auch Singapur und Australien. Design und Speisekarte sind standardisiert. Auch die Kombi-Dinner erinnern irgendwie an das amerikanische Vorbild. Herr Lee hat viel Ehrgeiz und noch größere Pläne. Yes, I would love to. Klar würde ich gerne McDonald's und all die berühmten Marken aus dem Feld schlagen. Wir wollen erfolgreicher als alle anderen sein, international und besonders in Vietnam. Solcher Ehrgeiz treibt hier noch die kleinsten Händler an. Saigon schläft nie. Im tropischen Nachtblau leuchtet die koloniale Pracht der Stadt den Nachtarbeitern den Weg. Und auf dem Platz vor der einzigen christlichen Kirche der Stadt wacht die heilige Maria über die letzten kleinen Geschäfte am Straßenrand. Blühende Landschaften sollen entstehen, so will es die Kommunistische Partei. Der Sozialismus soll bleiben, doch parallel dazu öffnet sich Vietnam schrittweise für die Marktwirtschaft. Anfang 2007 trat das Land der Welthandelsorganisation WTO bei. Die niedrigen Arbeitslöhne machen Vietnam attraktiv für Investoren, vor allem aus China und Japan. Den Fleiß und Ehrgeiz der Menschen will sich die Kommunistische Partei heute für den Aufbau der Wirtschaft zunutze machen. Inszenierter Massenjubel soll die Vietnamesen für die Staatsführung begeistern. Und für ihre neuen Ideen von der Marktwirtschaft. Bis zum Jahr 2020 soll Vietnam zur Industrienation aufsteigen. Dafür braucht es Wachstum um jeden Preis. Der politische Führungsanspruch der Kommunistischen Partei ist in der Verfassung verankert. Besonders in der strukturschwachen Mitte des Landes will die Führung Industrie ansiedeln. Nicht immer gelingen die milliardenschweren Prestigeprojekte vom Reißbrett. Diese Raffinerie bei Yung Quat steht noch heute allein auf weiter Flur. Vom ambitionierten Industriegebiet mit 200.000 Arbeitern keine Spur. Der Hafen ist verwaist. Spektakuläre Pleiten von Staatsbetrieben verschrecken immer wieder ausländische Investoren. Die Verflechtung von Partei und Geschäft nützt vor allem linientreuen Genossen auf dem Land. Nguyen Xuân Mai war im Vietnamkrieg Untergrundkämpfer, ausgezeichnet mit mehreren Tapferkeitsmedaillen. Mit dem örtlichen Volkskomitee ist er perdu. Frau Nguyen Thi Tham ist im Komitee für Wirtschaftsfragen zuständig. Herr Nguyen möchte seine Rattanfabrik erweitern. Parteimitglieder wie er bekommen eine Vorzugsbehandlung. Für Veteranen gibt es nicht nur ein Tässchen Tee. Die Partei hilft auch mit billigen Krediten und vor allem Parteimitglieder bekommen Arbeiter und Land zur Verfügung gestellt, um ihr Geschäft aufzubauen. Denn der Boden gehört allen und die Partei bestimmt, wer das ist. So bekommt Herr Nguyen ohne Probleme seine Anträge für ein neues Firmengelände abgestempelt. Und das ist das neue Firmengelände. Früher war hier ein Reisfeld. 3 Jahre lang bekommt Herr Nguyen es miet- und steuerfrei. Im nächsten Monat soll die zweite Fabrikhalle fertig werden. Dann können viele der 18.000 Heimarbeiter, die Platzdeckchen und Körbe herstellen, in die neue Halle ziehen. Für das Darlehen zahlt Herr Nguyen der Bank nur 0,65% Zinsen. Fast geschenkt. Die Firma hat er vor 3 Jahren gegründet. Nun verdient er damit 3 Millionen US-Dollar im Jahr. Für vietnamesische Verhältnisse ist das unglaublich viel. Die Fabrik exportiert in 6 Länder, auch nach Deutschland und in die USA. Mit seiner neuen Rolle als Kapitalist hat Herr Nguyen keine Probleme. Ein guter Kommunist kann durchaus auch ein guter Kapitalist sein, findet er. Es stimmt, früher hat die Regierung nicht erlaubt, dass Parteimitglieder private Unternehmen gründen. Aber heute ist das kein Problem mehr. Wenn ein Parteimitglied Privatunternehmer wird, muss er natürlich auch dabei Vorbild sein. Er muss einfach besser als alle anderen sein. Besser als andere ist hier
Niemand. Zwei Drittel aller Vietnamesen sind Reis- oder Gemüsebauern. Die Arbeit ist hart. Eine soziale Absicherung gibt es nicht. Für die Neuorientierung Vietnams sind die Reisbauern das größte Problem. Ohne die unproduktive Landwirtschaft läge das Wirtschaftswachstum bei atemberaubenden 20-25%. Doch wie sollen die vielen Menschen zu dringend benötigten Facharbeitern umgeschult werden? Von wem? Und vor allem, wer soll das bezahlen? Antworten darauf hat die Regierung nicht. Haben Sie mal einmal einen Cocktail getrunken? Wer kann, versucht der Armut durch Bildung zu entkommen, wie Bauernsohn Fung. Die Mühe, Verbrennung anzulagen. Seine Eltern sparen sich das teure Schulgeld vom Munde ab. Fung lernt dafür in jeder freien Minute. Er weiß, dass alle Hoffnungen seiner Familie auf ihm ruhen. Die ärmeren Studenten der Hanoier Universität leben beengt. Ein Bett und ein hochklappbares Studierbrett. Mehr hat keiner der 12 jungen Männer im Raum. Doch ihr Ehrgeiz macht die Lernbedingungen mehr als wett. Ich möchte Übersetzer werden und Geschäftsmann. Ich möchte meine Sprachbegabung nutzen. Vielleicht kann ich ja auch noch etwas wie Kommunikation studieren. Alle paar Monate fährt Fung zu den Eltern aufs Land. Zu häufigeren Besuchen reicht das Geld nicht. Fung hat Glück. Er hat einen Sitzplatz ergattert und kann weiter lernen. Heute am Sonntag ist es nicht so voll. Nach 1,5 Stunden ist Fung endlich zu Hause. Seine Eltern hatten keine Gelegenheit, die Schule zu besuchen. Die Familie muss hart arbeiten, damit Fung studieren kann. Ihr Reisfeld ist nur ein paar Quadratmeter groß. Sie haben 3 Kühe und ein paar Hühner. Mehr nicht. Wir sind Bauern und es ist hart für uns, die Kinder auf die Schule zu schicken. Wenn Fung Geld braucht, dann muss er es uns einen Monat vorher sagen. Dann versuchen wir es zu leihen. Kaum ein Dorfkind schafft es auf die Universität. Fungs Eltern haben Angst, dass er es nicht schafft und dass dann alle Mühe vergebens war. Alles hängt von Fungs Erfolg ab. Ich bin sehr stolz auf ihn. Wirklich sehr stolz und glücklich. Im Dörfchen Binh Phu sind die zaghaften Reformen dagegen schon zu spüren. Den 275 Familien hier geht es deutlich besser als zu Zeiten des strengen Sozialismus. Es gibt jetzt privat betriebene Reismühlen. Hungern muss niemand mehr. Kredite von der Bank sind leichter zu bekommen. Ein bescheidener Mittelstand ist im Entstehen. Über den Straßen grüßt der erste Weltkonzern. Ein Telefon haben sie in Binh Phu alle. Die Jugend hat zudem längst ein neues Spielzeug entdeckt. Das Internet. Die Videospiele sind die neuesten. Online, versteht sich. Gegen das bunte Flimmern haben die Dorflautsprecher mit den Propagandadurchsagen der Partei keine Chance. Fahnenappell am Ho Chi Minh Mausoleum. Die Verehrung von Onkel Ho ist nützlich für die Staatsräson. Doch auch in Hanoi erkennt man, zu viel Ideologie schadet dem Land. Vietnam braucht einen guten Ruf, damit Investoren kommen. Doch die Korruption ist weit verbreitet. Denn noch sind die meisten Löhne so schlecht, dass die Menschen auf kleine Nebengeschäfte angewiesen sind. Der Regierung entgehen so Steuern in Milliardenhöhe. Zahlt Steuern, davon profitiert das Volk, steht auf vielen Transparenten. Hanoi versucht, seine Bürger zu erziehen. Doch das Volk jagt lieber dem schnellen Geld hinterher. Auch in Vietnam ist Wer wird Millionär eine der beliebtesten Sendungen überhaupt. Anfangs gab es zwar einiges Misstrauen, ob der glückliche Gewinner das virtuell angezeigte Geld auch wirklich bekommt.
Kein Wunder in einer Gesellschaft, die bis vor kurzem fast alles bar bezahlte und Bankkonten kaum kannte. Doch tatsächlich, bislang hat noch jeder hier seinen Gewinn auch bekommen. Die Volksseele ist beruhigt. Nur die Millionen hat in Vietnam noch niemand erreicht. Sie hat es geschafft, auch ohne Quizshow. Frau Cao ist Millionärin, Multimillionärin. Die staatliche Schmuckmanufaktur P&J führte sie zunächst als Generaldirektorin. Als das Unternehmen 2004 teilprivatisiert wurde, kaufte sie 10% der Anteile. Heute hat sich der Wert des Unternehmens vervielfacht. Frau Cao handelt ihren Schmuck längst auch international. Eine Frau von Welt. Wenn die Regierung sich in das Geschäft einmischt, ist das nie gut. In Vietnam nicht und auch nicht in anderen Ländern. So wirst du nie Nummer eins. Seit wir hier frei am Markt agieren können, läuft das Geschäft viel besser als früher. Werktätige und Angestellte handelt alle so, wie Ho Chi Minh es gelehrt hat. Ein etwas überraschendes Motto prangt am Firmentor der Millionärin. Und auch im Treppenhaus schaut der Gründer der Kommunistischen Partei Vietnams von der Wand. Sein Lebenslauf, seine Verdienste, seine Parolen hängen in jedem Arbeitsraum. Frau Cao findet, dass das ihre Werktätigen motiviert. Die sollen schließlich fleißig sein, fast 10 Stunden werktags und freiwillig auch noch samstags arbeiten, für umgerechnet 70 Euro im Monat. Auch für vietnamesische Verhältnisse nicht gerade viel. Wir können alle von Ho Chi Minh lernen. Er hat sehr bescheiden gelebt, sehr genügsam. Er hat alles für das Volk und nichts für sich selbst getan. Und er war ehrlich. Unsere Arbeiter hier haben viel mit Gold und Edelsteinen zu tun. Da dürfen sie an Stehlen gar nicht denken. Frau Cao hält sich aber auch selbst an die Lehren von Staatsgründer Ho Chi Minh. Teure Hobbys hat sie nicht. Stattdessen sponsert sie Schulen und verhilft armen Leuten zu einem neuen Dach über dem Kopf. Zwei Familien leben beengt in dieser Bretterbude. Die Oma, ihre zwei Söhne und Frauen und Kinder. Insgesamt 10 Menschen. Das Dach ist undicht. Für eine Reparatur reicht das Geld nicht. Hilfe vom Staat gibt es auch nicht. Das örtliche Volkskomitee hat die Bedürftigen für Frau Cao ausgesucht. Immerhin 20 Familien pro Jahr beschenkt sie so. Nicht alle haben dieses Glück. Millionen Wanderarbeiter bevölkern die Städte. Meist sind es Bauern, die sich zwischen den Ernten ein kleines Zubrot verdienen wollen, verdienen müssen. Und wenn nur das Durchforsten von Müll bleibt. Wirklich Abfall ist hier fast nichts. Sozialhilfe gibt es nicht. Ein Leben gegründet auf ein paar Stangen Zigaretten. Mehr nicht. Dem vietnamesischen Staat fehlt es an Geld. Auch für dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen. Ein marodes Gleissystem, unzureichende Müllbeseitigung, fehlende Kläranlagen, schlechte Straßen. Das Erbe von vielen Jahren Planwirtschaft. Und welches Auto würde wohl solch ein Eigengebräu schlucken, ohne zu streiken? Das alles sind nun Hemmschuhe für eine schnellere Entwicklung. Dem kleinen Vietnam fehlen die Finanzspritzen, wie sie der Riesenmarkt China so großzügig vom Ausland bekommt. Die Elektrik in den Städten, ein Albtraum für die boomende Wirtschaft. Man hofft auf ausländisches Geld. Jeden Tag drängen mehr Mopeds auf die Straßen und Autos. Der Verkehrskollaps ist absehbar. Saigon plant deshalb eine Metro, doch die existiert bislang nur auf dem Papier. Auch das Abwassersystem ist hoffnungslos veraltet. Vietnam kann mit seinem eigenen Wachstumstempo nicht mehr Schritt halten. Besser funktioniert da schon diese Geschäftsidee mit Biss. Die Hoaka-Krokodilfarm wird nicht staatlich, sondern privat geführt, wie die meisten Vorzeigeunternehmen. Die Krokodillederwaren sind in ganz Vietnam bekannt. Er ist der Herr der Giermäuler.
Thon That Hung fing vor 20 Jahren als Tierpfleger im Reptilienhaus des Saigoner Zoos an. Dann investierte er $1000 in sein erstes Brutpaar und wurde Krokodilzüchter. 16.000 Krokodile hat Herr Thon schon zu Taschen und Schuhen verarbeiten lassen. Seit einigen Jahren überlässt er den Großteil der Aufzucht 500 Bauern in der Umgebung. Anfangs hatte ich schon Schwierigkeiten, die Bauern von meiner Geschäftsidee zu überzeugen. Oft wollte der Mann mitmachen und seine Frau hatte Angst. Aber nach dem ersten Profit war das Thema dann gegessen und die Frau wollte mehr Krokodile als ihr Mann. So ist das halt. Einer der frisch gebackenen Krokodilzüchter ist Bauer Ut. Sein Haus ist krokodilgrün gestrichen, die Farbe seiner 400 neuen Geldquellen. Frau Hung und Tochter Tien An haben sich an ihre Hausgenossen schon gewöhnt. Das Outsourcing à la Vietnam funktioniert bestens. Seine Eigeninitiative und Tatkraft unterscheiden Huaca-Chef Thon und die anderen Privatunternehmer vom Schlendrian in staatlichen Betrieben. Für die Käfige müssen die Bauern einen Kredit aufnehmen. Herr Thon hilft ihnen auch dabei. Ein paar Hühnerköpfe und eine kalte Dusche, mehr brauchen die Krokodile dann nicht. Zuerst hatte ich furchtbare Angst. Als ich die Geräusche nachts hörte, bin ich schreiend weggelaufen. Das war sehr unheimlich. Doch es lohnt sich. Umgerechnet knapp 15 Euro bekommt die Familie pro Krokodil pro Jahr. Zusammen ist das mehr als 10-mal so viel, wie früher die Feldarbeit einbrachte. Auf der Huaca-Farm werden die Krokodil heute weiterverarbeitet. Zuverlässig waren die Arbeiter anfangs nicht. Den Bauersfrauen war die Notwendigkeit der Werkstattarbeit nur schwer vermittelbar. Selbst als der Chef ihnen das Gehalt kürzte, erschienen viele oft einfach nicht. Erst als er an ihr Gemeinschaftsgefühl appellierte und öfter mal auf ein Schwätzchen vorbeikam, besserte sich das. Mittlerweile läuft alles glatt. Herr Thon hat Aufträge aus Europa und fürchtet nun Ideenklau. Natürlich habe ich Angst, dass man unsere Produkte kopiert. Das passiert ständig. Die kleineren Geschäfte kopieren unseren Namen Huaca gleich mit. Die größeren machen einfach Huaca daraus, damit sie keinen Ärger kriegen, und kopieren nur das Produkt selbst. Wir müssen denen immer eine Nasenlänge voraus sein, damit wir besser sind. Nicht nur Herr Thon fürchtet Ideenklau. Vietnam gehört zu den Ländern mit dem schlechtesten Markenschutz überhaupt. Uhren, T-Shirts und vor allem Software und CDs werden besonders häufig gefälscht. Oder aber die Fakes werden direkt aus dem benachbarten China importiert und weiterverkauft. Eine Hand wäscht die andere. Nach diesem Prinzip funktioniert vieles. Schwierige Voraussetzungen für internationale Geschäfte. Im Mekong-Delta ist die Globalisierung noch nicht angekommen. Hier in Can Tho verkaufen die Händler ihre Waren noch wie vor Hunderten von Jahren. Früchte, Gemüse und Kurzwaren. Das Delta ist der Brotkorb Vietnams. Ein Loshändler verkauft das kleine Glück. Einer der vielen Gemüsehändler ist Herr Farm. Die Drachenfrüchte verkauft er 2 Bootstagesreisen weiter südlich zum doppelten Preis. Das reicht gerade zum Leben und für den Diesel. Herr Farm lebt mit seiner ganzen Familie auf dem Boot, wie fast alle hier. Seine Frau, die 2 kleinen Söhne und seine Mutter müssen sich die Planken mit dem Gemüse teilen. Wenn das Boot voll ist, macht sich die Familie wieder auf den Weg in den Süden. Wir haben überhaupt kein Geld. Richtig arm sind wir. Unser kleines Stück Land mussten wir für das Boot verkaufen. Aber ohne das Boot würden wir noch weniger verdienen. Seit 7 Jahren lebt die Familie nun schon auf dem alten Boot. Zu essen gibt es, was da ist. Fleisch kommt selten auf den Tisch. Tan, der ältere Bruder, geht schon zur Schule.
Weil es an Lehrern und Schulräumen fehlt, zahlen die Eltern die Lehrer selbst, wie viele Eltern. Ein dickes Plus für den Investitionsstandort Vietnam. Wer genau hinsieht, entdeckt auch im Mekong-Delta Vorboten der Globalisierung. Die Gegend ist für den Anbau von Pomelos berühmt, einer Grapefruitart. Nur 50 Kilometer weiter baut der Metro-Konzern sein Zuliefernetz aus. Mitten im Delta entstehen Kooperativen. Die Bauern wurden in modernen Geschäftsmethoden geschult. Jetzt liefern sie der Metro Pomelos. Anfangs waren wir sehr nervös, weil wir von Konten und Überweisungen keine Ahnung hatten. Und von Faxgeräten und Online-Bestellungen schon gar nicht. Früher sind wir mit unseren Früchten zweimal im Jahr nach Saigon gefahren und haben an jedem Supermarkt gehalten. Heute sind wir sehr froh über diese neuartigen Dinge. Zusammen mit Entwicklungshelfern schult der Metro-Konzern die Bauern in den Lebensmittelstandards der Europäischen Union. Unter den Augen von Onkel Ho erläutert der Trainer den sogenannten EUREP-GAP-Standard. Den müssen die Bauern erfüllen, wenn sie ihre Pomelos nach Europa exportieren wollen. Seit 3 Jahren arbeitet die gesamte Kooperative auf dieses Gütesiegel hin. Die Bauern träumen von einer Saftfabrik, die von den Exporten finanziert werden soll. Zum strengen Lebensmitteltrainingsprogramm gehört auch der richtige Umgang mit Pestiziden. Eine Atemmaske und ein Regenmantel sind kein ausreichender Schutz gegen das Gift, erklärt Trainer Chung. Auch die Kapuze hilft da nur provisorisch. Es ist noch ein weiter Weg zu den Märkten der EU. Eins haben die Bauern aber schon geschafft. Ihre Pomelos aus Nam Roy kommen bei der Metro gut an. Deutsche Produkte findet man in den Regalen dagegen eher selten. Fast 90% aller Waren kommen mittlerweile aus Vietnam. Ein Riesensprung für ein Land, dem Kühlketten und Lebensmittelsicherheit bis vor einigen Jahren noch unbekannt waren. Junge Vietnamesen achten auf Qualität und Hygiene. Die Aufbauarbeit macht sich nun bezahlt. Vietnam ist auf dem Sprung in die Moderne. Noch bleibt viel zu tun. Auch den Armen im Land muss die Regierung eine Perspektive bieten. Sie muss Investoren anlocken, verkrustete Strukturen öffnen, die Parteiherrschaft lockern. Noch hindert die Ideologie die Vietnamesen daran, im internationalen Wettbewerb voll auf ihre Trümpfe zu setzen. Fleiß, Ehrgeiz und Geschäftssinn. Doch mit fortschreitender Öffnung kann das Land der Zukunft optimistisch entgegensehen. Guten Morgen, Vietnam.